Mann des Wochenendes bei der zweiten Runde der FIA Truck-Europameisterschaft ist Adam Latschko. Gleich dreimal darf er sich als Sieger feiern lassen, holt 58 von 60 möglichen Punkten. Der Tscheche übernimmt die Führung in der Meisterschaft nach einem fantastischen und erfolgreichen Wochenende auf dem Misano World Circuit. Marco Simoncelli, während Titelverteidiger Jochen Hahn permanente technische Probleme mit seinem neuen Iveco-Truck hat. Die Rennstrecke in Misano, ein Schmelztiegel für italienische Truck-Fans. 40.000 waren vor Ort. Adam Latschko startet in Rennen 1 zum ersten Mal von der Pole Position. War den Hauch einer tausendstel Sekunde schneller als Norbert Kiss. Paul Zetter Latschko im Freightliner führt neben ihm Norbert Kiss. Dahinter Jochen Hahn mit der 1. Gerd Körber von ganz hinten gestartet im Qualifying. Wegen Overspeeding disqualifiziert, bahnt sich den Weg durchs Feld. Latschko und Kiss Seite an Seite durch die ersten Kurven. Dahinter Hahn und Albacete. Dann Onboard mit Steffi Halm auf P4, überholt Jochen Hahn, der mit plötzlichem Leistungsverlust seines Trucks auch noch von Albacete überholt wird. Nach 12 Runden sieht Latschko als erster das schwarz-weiß karierte Tuch. Zweiter Norbert Kiss 0,9 Sekunden zurück. Der erste Sieg für Adam Latschko, auf dem Podium neben ihm Kiss und Halm als Dritte. Rennen 2 mit umgekehrter Reihenfolge der Top 8. José Rodríguez, der Portugiese im MAN, führt die Meute durch die ersten Kurven. Toller Start auch von Steffi Halm, die den vorausfahrenden Sascha Lenz attackiert. Onboard am Heck von Gerd Körber, mittlerweile in Führung, die aber an Jochen Hahn abgeben muss. Dann Steffi Halm. Dann kommt es zum Kontakt zwischen Kiss und Lenz, gefilmt von Latschko. Lenz rutscht dadurch von Rang 4 auf 7 zurück. Kiss erhält eine 30-Sekunden-Strafe. Körber, mittlerweile nur noch Dritter unter Druck durch Kiss und Latschko. Kiss vorbei an Körber, Latschko versucht's auch. Es kracht, das kostet Körber Plätze. Jochen Hahn am Ende klar vorne, 4 Sekunden vor Steffi Halm. Dann Norbert Kiss dahinter und Adam Latschko. Racewinner die Nummer 1 Jochen Hahn, der Kiss noch neben sich auf dem Podium hat. Dritter im Ergebnis, aber Latschko nach der Strafe für den Ungarn. Das Fahrerlager in Misano, auch nachts durchaus belebt. Der ein oder andere Rennfahrer ist nicht zurecht zum Schlafen gekommen. Rennen 3 am Sonntag. Paul Zetter Latschko übernimmt die Führung. Jochen Hahn auf Rang 2. Onboard mit André Kosim im Mercedes-Benz-Truck, der mit José Rodríguez um wichtige Punkte kämpft. Das führende Trio nach Runde 2. Latschko, Kiss und Hahn. Aber erneut technische Probleme für Hahn, dessen Motor extrem rußt und vom Renndirektor an die Box befohlen wird. Nach einem Reset geht's aber weiter für den Deutschen. Gegen Rennmitte die Reihenfolge wie folgt: Latschko, Kiss, dann Albacete und Steffi Halm. Onboard mit Jochen Hahn, der gegen Draganovic, den Slowenen, um wichtige Punkte und die 8. Position kämpft. Zunächst auf und dann vorbeifährt. Kampf um Platz 5 zwischen den beiden Deutschen, Gerd Körber und Sascha Lenz, den Gerd Körber im Truck mit der 27 für sich entscheidet. Zielflagge für Adam Latschko, den Gewinner. Zweiter wird Norbert Kiss und Antonio Albacete, der Spanier, komplettiert das Podium. Ordentlich was auf die Ohren gibt's zwischen den Rennen. Musik und Trucks ohne Ende. Auch das ist der Misano Truck Grand Prix. Rennen 4 erneut in umgekehrter Reihenfolge der Top 8, aber ohne Jochen Hahn auf der Pole, dessen Motor nach einem Ventilwechsel nicht anspricht. So also geht Robineau, der Franzose, als einziger aus Reihe 1 ins Rennen, führt eine halbe Runde lang. Dahinter Gerd Körber, der wenig später die Führung übernimmt. Onboard mit Latschko, der sieht, wie Sascha Lenz sich dreht, nach einem ganz leichten Kontakt mit Steffi Halm. Nach 2 Runden ist Gerd Körber, die Startnummer 27, dann vorne, dahinter Kiss und Latschko, Robineau, Halm und Albacete. Nochmal Onboard bei Latschko, der Gerd Körber überholt und in Führung geht. Dahinter probiert's auch Norbert Kiss, der sich allerdings verbremst und in Körber hineinkracht. Und das führt dazu, dass Steffi Halm die Situation ausnutzt, durchschlüpft und am Ende hinter dem Sieger Adam Latschko Zweite wird.
Die Zielflagge, Latschko schon durch, dann Halm, Kiss und Albacete. Und Nicolas Latschko, der kleine Sohn von Adam, darf anschließend mit aufs Podium Pokal stemmen, während der Papa den Sohn stemmt. In der Meisterschaftstabelle führt Latschko mit 12 Punkten vor Halm und mit 20 Zählern vor Hahn. Dann Albacete, Kiss, Körber und Lenz.